Ja, für diejenigen, die das jetzt nachgucken, ihr habt nichts verpasst. Wir fahren nur durch leichte Turbulenzen, durch eine Framerate. Alles klar, Jasmon, dann lurk mal rum. Sei mal lurkig. Bevor dir noch einmal lurk passiert. Wieso sieht das Schiff eigentlich aus wie so ein übergroßer, hässlicher Wal? Das habe ich schon immer gefragt. Vor allem ein zu großer, hässlicher Babywal. Das ist viel wichtiger. Und außerdem, Deep Space, bin ich der Einzige, der es irgendwie gefeiert hätte, wenn die Crew schlicht und ergreifend auf Hawaii Amok läuft. Na, stellt euch das mal vor, so in literally Hawaii. So mit richtigen Menschen. Aber nee, wir kriegen Gantu und seine, ne, whatever. Is he the one? Yes, Grand Councilwoman. I've confined him until we can determine what he is. Man nennt es Mensch, you dipshit. Take cover. Leave it to me to handle these fiends. Whatever you are, you're under arrest. Eventually. Agantu, du bist echt scheiße in deinem Job. Unversed. Negi, negi, negi. I'll give you a fight. Na, 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 na. Na, 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 na. Vergi. Okay, gut. Die übliche Kampfmusik halt, ne? Fängt so ganz chillig an und geht so Vergi und dann dreht sie total durch. Vor allem, was mir schon die ganze Zeit mal aufgefallen ist, also auch in den Videos, das Ganze ist leicht unsynchron manchmal bei mir. Also Sound und Spiel, you know? Ist nicht viel, ist vielleicht ein Frame oder so. Aber fällt halt mal auf irgendwann. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das an meiner Konsole liegt oder ob das am Spiel liegt. Ich glaube, das hatte ich sonst noch nie. Also sonst hatte ich solche Probleme nie. Oh, Jackpot, Baby. Für Sora gibt's keine Familie. Shit like that doesn't exist. Macht nur Probleme. Er hat genug Sorgen mit Rico. Very impressive display. Oh Gott. Wait! You help! I have been imprisoned on ridiculous charges. Is that so? I am an innocent scientist who created the galaxy's most destructive, constructive species of all time. Why, my experiment could annihilate creatures you fought so hard. He is bulletproof, fireproof, and can think faster than supercomputer. He can see in the dark and move objects 3,000 times his rather diminutive size. And for reasons preposterous, the Federation Council fears him. Take him away from me and throw me here in small, stuffy, rather... Mach mal ein bisschen lauter, warte mal. Because he's so powerful? Better.
Exactly. Everyone always gets antsy and fancies when somebody more powerful is in the neighborhood. Ich weiß nicht, bei ihm fällt es irgendwie besonders auf, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, einen Mund richtig zu animieren. Sondern mit diesem Wab, 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 Wab. Dieses Pac-Man, ne, diese Pac-Man-Animation. Und vor allem, ich find's ja auch geil. Weißt du, er sagt einfach, ja, ne, ich bin das und das, mach das und das. Und Terra denkt sich, ja Mensch, lass mal frei. His name I give to adorable fluffy creature you're helping for to rescue. And I am genius scientist who created him, Dr. Jumba Jukiba. I'm Terra. Pleasure is all ours. 626 is this way. Hurry! Ich sag ja, Terra ist... Er ist ein Problemkind. Und das ist noch eigentlich noch lieb ausgedrückt. Weil ich mag ihn eigentlich. Aber er ist ein Problemkind. The Meanest Freak, vielen Dank für den Sob. Sob. Bo. 7 Monate. Ich weiß, oh, wer hat gestern nochmal gesubbt? War das X-Gamer? Irgendwer hatte gestern gesubbt auf jeden Fall. Und ich weiß noch, das ist schon 8 Monate. Also wir kommen langsam an die richtigen Brecher, sag ich mal. Was so die Zeiten angeht. Eigentlich muss ich mir was für Leute einfallen lassen, die schon über ein Jahr dabei sind. Oder die generell dann nachher ein Jahr dabei sind. Ich meine, das Jahr ist ja jetzt ab... ja, Ende des Jahres. November müsste... War ich, glaube ich, in der Lage, dass man mir subben kann. Also von daher, ich glaube so ab November. Ich muss mir da mal was einfallen lassen für diese Leute. Für diese Peoples. How do I get anywhere? Stay... Minus Freak, du hast nicht gerade den Stay Hydrated Button. Ah, 3 Geschenke... Sekunde, du hast... Du hast ihm jetzt nicht wirklich ein Level 3 Abo geschenkt. Du hast Stay Hydrated Bot nicht wirklich gerade einen Level 3 Sub geschenkt. Den teuren Sub, wo ich nicht mal ein Emote für habe, weil ich literally eine Person habe, die den Level 3 Sub hat. Okay. That just happened. Vielen Dank für den Sub auf jeden Fall. So, warte mal. Ich habe doch jetzt hier Spurzfreund. Ist das jetzt... Ach, guck mal. Es ist normales Springen, nur geiler. Ja, es ist normales Springen, nur geiler. Och, Terra. Wirklich? Das war jetzt nötig? Da oben ist noch Zeug und ich will Zeug. Ich will Level 4. Level 4 gibt's gar nicht. Mega Äther. Shit. Ich glaube aber, ich habe hier sonst alles. Da oben war ich. Ja, okay. Ab dafür. Achso, schon 3 Ge. Ah, okay. Und Klonk. Mach auf. Nee, eine Karte. Yes. Wo ist Jumba überhaupt hin? Stay Hydrated Bot verdient das. Er ist in jedem Stream dabei. Also er ist der treueste Zuschauer-Bot überhaupt, der golden strahlt und sagt, dass du trinken sollst. Obwohl es literally nicht mal warm ist hier in letzter Zeit. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, es liegt einfach an... an dem Spiel an sich. Level 2! Rocky! Take that.
Na komm. Komm, Mann, ist sie nicht, echt nicht? Oh, Mano. Steine. Erstmal fühlt sich überhaupt nicht wie Alexis. Ich höre Stimmen. Okay, gut. Terra hört Stimmen. Könnte schlimmer sein. Hey, Kira. Ich bin ein bisschen rot. Der Bot sorgt sich halt um mich. Ja. Boah, geil, ja. Fahrpassagen. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie das eine, wie dieses System aus Dream Drop Distance zustande gekommen ist. Like that. Ich werde dich besiegen. Glaube. Oder kann ich einfach. Ich kann einfach abhauen. Oh Gottes Mann. Ja, geil. Bin selben Weg wieder zurückgegangen. Nerv nicht. Naja, ich kann der Stay Hydrated Bot ja froh sein, dass ich ihn noch nicht gelöscht habe. Oder blockiert habe, whatever. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie wär's mal, ne? Aua. Gut, dann halt so. Fuck you, then. Hey, Sonic Soul. Alter. Blub. Langsam das Gefühl, die Kleinen halten mehr aus als die Großen. Und Schreck geputzt. Alter! So viele Level-Ups immer. There we go. Okay. Was habe ich denn jetzt noch bekommen? Das eskaliert immer alles so schnell. Eisra. Okay, aus denen kann ich gar nichts machen. Das sind einfach nur... Ja. Ja, you know what? Machen wir es halt so. Schon haben wir gar nichts mehr. Ist ja auch wunderbar. Den behalten wir mal noch. Können wir irgendwas anderes noch mit reinnehmen? Felsenschlag. Ja, doch, das klingt nice. Hm.
So. Das ging schnell. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Ding so schnell auflevelt. Na gut, beiden wäre es mal das. Ach, guck mal, das haben wir noch nicht. Na gut, nehmen wir erstmal den. Gut. Ich würde mich lieber gerne erstmal heilen. Ich habe keine Lust, dass ich jetzt gleich in einem Stunlock von dem Vieh hocke. Und dann, ne? Kiss my ass goodbye. Oder wir machen es so, das geht auch. Just in case. So. Hui! Na komm. Ich wollte gerade sagen, wäre meine Reaktionszeit nicht absolut tot, wäre das eigentlich sogar voll cool. Wieder mit dem System. Und offen. Blitzra. For free. Ja, Stay Hydrated Bot will eigentlich nur, dass ich trinke. Mehr will ich gar nicht. Mehr will er gar nicht. Hauptsache, ich trinke. Ja, geil. Ja, geil. Perfekte Kombo für den Raum hier. Das ist auch Fesselschlag. Lesen muss ich auch mal irgendwann wieder lernen. Abu. Oh, warte mal, da war aber noch eine. Machst du dir jetzt auch mal. Danke. Yay. Und auch schön, dass ihr keinen Schaden nehmen könnt, sondern nur, ne, einfach nur explodiert. Sag mal, wie viele spawnen hier, sag mal? Darf ich jetzt weitermachen? Dankeschön. Der Modus finde ich ja schon irgendwie cool, muss ich ja mal sagen, ne? Das ist steinig. Bäh. Long. It's a dank trank. Hochsturmlauf. Das klingt nach Spaß.
Oder ich kann Vigra einfach kaufen. Spart mir Zeit. Joa, mein Gott, das spart Zeit, nicht? Ja. Nothing new. Gut. Dass mal alles gleich immer neu sein muss. Huppa. Ah, die muss man von hinten angreifen. Okay. UFO Sticker. Oh shit. Als ihr schon immer fragtet, wo UFOs herkommen, jetzt wisst ihr es. Hier erfahrt ihr es zuerst. Ist Andy jetzt auch am Stream oder was ist? Kapurma, Chicky. Amazing, is it not? Such tremendous power in such itty-bitty package. Truly, he's the one and that's the only. The mightiest creature in all of galaxy. And his only singular instinct to destroy everything he touches. See? What? He looks kind of adorable, though. When did you give that back? Too late. He's already marked for destruction. No, stop! My friend gave me that. Friend? Are you joking? Feuer oder Eroga fusionieren und Feuer mit Stopka. Okay. Und die beiden dann auch nochmal zusammenkleben. Gut. I will try. Funny. Promise is nothing, though. This whole time I've been telling myself I want to be stronger. More independent. But the second I let my heart do the talking, I find out how little I really know myself. And how much I miss them. That experiment of yours. You sure about him? Maybe in his heart he wants friends, just like the rest of us. Impossible, Petty. He has no actual feelings, only destructive instincts I have carefully chosen for him. Or perhaps you need another demonstration of my evil geniusness. Okay, Jamba, du hattest das Ding die ganze Zeit also bei dir und hast es nicht, Ach ja. Ach, das Blitzteil. Okay, du bist Spaß. Ich sehe schon. Bleib doch mal einmal an einem Ort, meine Güte. Boah, meine Fresse. Ow.
Falsche Richtung. Alter. Kann nichts sehen. Boah, meine Güte. Getting sick of your hot garbage. So, nun ist Ruhe, Kiddo. Meine Güte, der Boss war einfach nur nervig. Oh, you'll be all right, little one. Alter, ich habe ihn zurück in seine Kugel gedroschen. What is it? Why have you returned? Nee, Brother. You did it, Brother. Genau der Meinung bin ich auch. He's wondering what a friend is. Ridiculous. My name is Terra. Terra. Yes. I can't explain friendship. When you feel it, you'll know it. Are you retarded, Terra? You are only meant to think about what it is you will destroy next. Now, I fix what is wrong with you. Sehe ich auch so. Experiment 626 and two prisoners have escaped from the cell bay. Das fällt euch jetzt auf? Neggy, neggy, neggy. Well, I can't stay here and get caught. Das hätte ich die ganze Zeit machen können. Vent. Aqua. I'll find some way to make things right. Terra, du konntest das die ganze Zeit und hast es erst jetzt... Terra, you're an idiot. Du bist ein Idiot. Ein Schwachkopf. Jesus fucking Christ. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das Kommandobrett, das könnt ihr schön für euch behalten. Auf nach Regenbogenland. Die sechs... Ja, das war der richtige Boss. Das Ding war einfach nur nervig. Es ist einfach nur die ganze Zeit blöd durch die Gegend geflogen und hat sich für besonders toll gehalten. Bislang war das der langweiligste Boss von allen. What are they, Captain? Back! You must get me treasure! Leave him to me. Terra, dein Timing ist absolut schrecklich. Nagi. Wie wär's, wenn du mal die angreifst, die nicht im Boden versunken sind, Terra? Was seid ihr?
Und ich meine das ernst. Was zur Hölle sollt ihr darstellen? Oh Gott. Vor allem, das ist mir auch so eine Sache, die mir jetzt hier an Birth by Sleep irgendwo aufgefallen ist. Ist euch das mal aufgefallen, dass jede Welt gleich anfängt? Du kommst irgendwo an, bekämpfst Herzlose. Du gehst durch die Gegend, bekämpfst Herzlose. Es ist irgendwie jede Welt dieselbe Formel. Hättet ihr mal die Güte, hier runterzukommen? Meine Güte, wie viele noch? Oh, Lucky 7. Absolutes... Mhm, okay. Geht doch. Das Schlimme ist, die richtig nervigen Bosse kommen ja nachher noch. Freue mich jetzt schon drauf. If I desired your assistance, I'd have demanded it. We had the situation under control. Isn't that right, Smee? Oh, yes, Captain, completely. We would have cleaved those fiends to the brisket, we would. Why, I'd have given him a little of this and this. And don't think your efforts mean you'll get a share of my treasure, understand? I'm not after your precious box, Captain. I'm looking for a person. A boy wearing a mask. Ring any bells? No, not a one. Figures. Smee! You blithering barnacle! We're off! We shall leave this place before the light draws them back again. Oh. Hey, hold on. What did you just say about the light? Ah, yes, it's heartbreaking, really. This chest, you see, contains light gathered from all around. And I've got an acquaintance, a boy, who's sure to try and seize it. A boy who's after the light. If it's not Benitez, then who? Hey, why don't I help you keep the light safe? Maybe you could tell me more about this boy who's troubling you. What's his name? Peter Pan. Murph. Oh Mann, Terra. Du bist echt so ein Punkt, ne? Was das angeht. Du ziehst wirklich Menschen an. Right. I got you covered. Okay, Kiste weg, Captain weg. Alles weg. Jeder weg. So, was war das? Feuer und Aerogar und dann Stoppgar und Feuger. Habe ich überhaupt Feuger? Achso, ja. Frostwurf. Ja, ich habe einen Feuger. Gut, ich brauche aber noch... I need more of that shit. Und ich habe Aero. Gut, das heißt, ich werde wahrscheinlich Aero gleich reinnehmen. Ich fusioniere jetzt mal das hier. Schmeiß mal. Boah. Klingt nach Spaß. Und dann Eisra nehmen wir raus. Packen... Wo ist mein Aero jetzt? Ah ja. So. Ja, machen wir erstmal so. Das sieht soweit gut aus.
Dann muss ich beim nächsten Mogi-Händler mal gucken. Und ja, schau mal einer, guck. Beim nächsten Mogi-Händler. Tonk. Hier habe ich die Karte. So, mein Mogri-Freund, was hast du denn Schönes? Hast du, was ich brauche? Du hast sogar, was ich brauche. Oh, warte mal, ist Minenfeld, Minentrapez, sind das nicht total overpowerte Dings? Aerora, Stoppra. Warte mal, was könnte ich verticken? Wir haben doch bestimmt einiges, was wir verticken können. Füllt die Linkleiste vollständig auf. Kann ich außerhalb des Kampfes sowieso nicht benutzen. Also. Allheilmittel werde ich, glaube ich, nie benutzen. Mega-Ether. Füllt Fokusleiste werde ich, glaube ich, nie benutzen. Same. Ich glaube, ich habe im gesamten Spiel noch nicht einen einzigen Trank benutzt. Einfach, weil ich Vita habe. So, easy. Fesseln braucht kein Mensch. Fesseln braucht immer noch kein Mensch. Genau wie Gift. So, guck mal, da kriegen wir noch langsam Geld rein. Das war jetzt nicht so viel. Verdinkeln, ja nö. Magnetra behalten wir mal. Das kann sich noch als nützlich erweisen. Aber Medica brauchen wir nicht. Wir haben zweimal Blitzra, okay. Stimmt, ich habe die ganzen Blitzdinger ja mal in dem Dings gehabt. Okay. Dann kaufen wir uns doch noch mal ein... Die beiden will ich sowieso. Einige Minen... Ich meine, war das nicht so, oder... Ist das... Ne, es ist Magie, also ist es bei... Terra nicht unbedingt effektiv. So, jetzt haben wir schon mal zweimal Feuer. Wenn wir davon jetzt noch zwei, dann können wir daraus... Ne, warte. Nehmen wir zwei. Stoppra. Können wir uns nur ein... Aber warte mal, wenn wir noch ein bisschen was verticken vielleicht. Vielleicht haben wir ja dann noch genug. Eisra brauche ich jetzt nur nicht unbedingt. So. Meine Güte, Eisra kriegt man zur Not auch wieder weiter. Also von daher. K.O.-Blocken? Betäubende. Oh. Das ja mal. Stoppla. So, dann rennen wir doch damit mal ein bisschen durch die Gegend, würde ich sagen. Beziehungsweise packen das jetzt mal alles rein. Umso schneller haben wir das dann. Da können wir auch zweimal... Zweimal Eroa nehmen. Gut. Ich wollte sowieso ein... Also, wie ja gerade gesagt wurde schon im Chat, ich soll ein bisschen... bisschen grindy-grindy machen, weil hier... Ne? Beziehungsweise ich weiß selber, dass... Da, wo ich nachher gleich hinkomme, ist sowieso nicht der schönste Ort der Welt. So, von daher. So, aber dann können wir das hier mal ein bisschen abkürzen. Ach, scheiße, aber dann sind die Kommandos ja gar nicht da. Oh, ich Idiot. Kriegen die Kommandos ja gar... Doch, kriegen sie doch. Okay. Okay, kriegen doch Erfahrung. Dann ist ja gut. Ich dachte, weil ich jetzt andere Kommandos habe.
Was zur Hölle? Okay, schön, cool. Oh, Kackling. Super Trank, weil ich den auch brauchen werde wahrscheinlich. Was ich mal halt mal zulegen muss, ist halt sowas wie Magnetgar. Ja, das ist selbst für Terra noch praktisch. Wie weit kann ich denn gehen, ohne dass ich Probleme kriege? Kann ich das jetzt schon zu Aeroga zusammenkleben oder brauche ich da noch mehr? Ist das Kunst oder kann das weg? Nee, das braucht noch mehr. Muss also voll sein. Fine. Ja, die halten ja auf einmal auch mehr aus. Vor allem dieser Donkey Kong Motherfucker hier. Okay, Vollgas Level 2. Nice. Voll daneben, geil. Ist so doof, was wenn dieser Affe durch die Gegend fliegt, ey. So. Das ist ja ein großes Gebiet hier, ne? Wird ja wohl genügend Gegner hier geben, wo ich ein bisschen leveln kann. Vor allem die Kombos. Die Kommandos halt mal ein bisschen... Und vor allem, ich bin jetzt selber neugierig, was dabei rauskommt, wenn man hier... wenn man diese Kombo macht, die mir jetzt gesagt wurde. Okay, fallt halt runter. Okay, schwimme ich halt. Ist auch nicht schlimm. Es ist nur irgendwie ungewohnt, die Characters irgendwie schwimmen zu sehen. Meine Güte, wie lange wollt ihr denn noch respawnen? Ach, wegen dem Wasser. Ich sehe schon. Gut. Okay. Gut, dass ich so durch die Gegend fliege. Doch, nö, leck mich, Junge. Wirklich. Du respawnst hier schon die ganze Zeit. Langsam mach ich auch mal den Sack dicht hier. So langsam habe ich auch mal den Sick dicht hier. Geile Richtung. Du.
Was sagen wir, wir spawnen ja wohl hoffentlich mal. Nice. Das Gegnerdesign, ne? Ich weiß nicht wieso, ich find's irgendwie super lachhaft. Das ist einfach ein dummer Totempfahl. Ich stande doch da mittendrin, also. Ich bitte euch. Gab's euch hier in Birth by Sleep auch schon Kombos, die, also hier Kommandos, die zwei Slots eingenommen haben? Ich weiß das gerade gar nicht. Feuerschlag, Feuer. Okay, zweimal Feuer haben wir schon da. Jetzt können wir da draus einmal Aerogar machen. Ach, damit kriegt man das auch. Aha. Aber ihr habt ja gesagt hier, ne, also da würde wahrscheinlich jetzt Aerogar draus werden. Wahrscheinlich. Ja. Mit Trotzkopf. Okay. Ach shit, jetzt muss ja aber Aerogar ja noch voll machen. Aber gut, das ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir das jetzt halt so. Wir packen hier jetzt... Nee, warte mal. Warte mal. Wir nehmen hier Aeroga. Wir nehmen hier die beiden Stoppras. Und Vollgas. Dann machen wir auf Vollkommen, wenn wir schon mal dabei sind. Wenn wir schon dabei sind, ey. Was ist das Neue? Wieder so ein Magieschwert. Sieht spacig aus. Bislang, das hier sieht cool aus. Das sieht auch noch nice aus. Das sieht mehr aus. Und natürlich, Terras normales Schwert sieht eigentlich auch cool aus. Aber der Rest ist irgendwie... Ui. Okay, das haben wir alles. Gag. Gut. Weiter grinden. Ja, gab es. Okay, das könnte dann nochmal witzig werden. Ich habe halt keine Ahnung, was man hier mit was kombinieren muss. Um tatsächlich irgendwo gute Sachen rauszukriegen. Ich weiß nur, dass die... Ja, dass der Endboss und... der vorletzte Boss absolut Cancer waren. Find's immer geil, wie er Aerogar auch nur immer noch so kurz hält. Er geht einfach weg. Haut einfach ab, das Vieh. Es ist wirklich, als wäre ich irgendwie Kenshiro. Einfach sagen so, Owaiwamu, Shinderu. Und auf einmal alles zerstört, alles tot. Euch finde ich immer noch merkwürdig. Just saying. Want some? Fire! So long!
dachte, er ist einfach gespawnt. Kiba, vielen Dank für den Sub! Hammer Time! Ja, also wir haben noch ein bisschen was vor uns, was wir hier leveln müssen. Aber ich sag mal so, ich weiß selber, was hier, ne? Der Kampf gegen Equias und der letzte Kampf, Spoiler, I know. Aber die sind scheiße. Ich weiß noch, wie ich damals bei dem Kerl ewig saß. Ja, es ist einfach so ein... Er ist einfach geboren, um ein Dickhead zu sein. Dabei ist, dass du einen Zauber erst gegen Ende machen kannst, weil er einfach so viel ist, dass er einen Zauber herstellt. Gut, dass man mir sowas jetzt noch sagt, I guess. Bei mir sagte man, Stopka und Feuer und, Feuer und, Feuer und Aeroga. Also ja, gut, dass man mir das jetzt noch sagt, wenn ich da irgendwas brauche. Ich habe keine Ahnung, um welchen Zauber es geht. Man hat mir einfach gesagt, kombiniere das mit dem. Und ich sag mir, gut, ich habe keine Ahnung, also... Das jetzt schon. Nee, Folger will ich ja nicht. Hier. Es geht um Mega Flare, okay. Ja, und jetzt muss ich noch Stopka hochkriegen. Schon mal dabei sind. Man hat mir gesagt, es soll gute Magie sein, also muss ich jetzt mal darauf vertrauen. Wenn man mir da jetzt Bullshit erzählt hat, dann ja, beschwert euch bei der Person. Ich habe keine Ahnung, deswegen muss ich mit dem arbeiten, was man mir gibt. Ja, Aeroga ist schon mal Level 3, das ist gut. Meine Güte, ich lenke da nach oben, bitte. He doesn't care about Magnete.
Na nu? Haben die jetzt keinen Bock mehr? Mega Flair. Ich kann auch selber nachgucken, wie ich mir den Scheiß zusammenschmiede. But I don't wanna. Ist 25 mittlerweile okay? Ich habe keine Ahnung. Das ist schon die eine der Level 2 Form. Ich glaube, ich habe... ja, Felsen. Felsenbrecher. Dieses Felsenbrecher? Felsenfeste Überzeugung. Wawa move, Shinderu. Ah, ja, ja, ja. Das wird schon. Das wird schon irgendwie. Ich hab sogar jetzt Donnerschlag schon. Blitzkommando, ja gut. Sogar Level 1 Ding ist das. Gather. Heal. Fire. Fire. Win. Take that. Gut. Jesus. Heal. Stop. Chill mal deine Höschen, Herr Rumble. Rumble ist zu groß. Er lässt sich nicht von sowas mitreißen. Stopka, okay. Unhöflicher Bube. So. Genügt das schon? Probably not. Voll. Oh doch. Schau mal einer, guck. Okay. Yes. Feuerexplosion. Okay, das klingt schon nach Spaß. Dann Feuer und Stopka. Packen wir nochmal einen davon rein, for good measure. Zeitlupenfeuer. Das klingt auch nach Spaß. Kann ich Magnet und Magnetra irgendwie zusammenklatschen? Das wäre... Ah. Wie praktisch. Mein ganzes Ding ist leer. So. Feuerexplosion klingt schon nach Spaß. Das klingt nach Spaß. Ja, why not? Und sonst sind wir jetzt echt gut bedient. Das heißt, wir können tatsächlich mal wieder Sachen reinnehmen, die... Ja. Tatsächlich wehtun auf dem Kopf. Machen wir so.
Bin ja mal gespannt. Die muss ich jetzt noch leveln und dann, ja. Oh, I like that. Das ist einfach eine super langsame Feuerkugel. Einfach eine super langsame Feuerkugel. Finde ich irgendwie cool. So, und das soll ich halt noch fusionieren miteinander. Ja, geil. Das weltlangsamste Feuer. Es beherrscht das langsame Schweben. Und Money. There we go. Now we talked in business. That was legitness. Dropped einfach mal Vigra. Nee, wie nice. How nice of him. So, und wenn wir das dann auch fertig haben, dann gehen wir weiter. Langsamste Feuer. Oh, kein Jackpot. Ich finde Feuer-Explosion total toll. Level 5 geht halt hoch, ne? Du sollst doch sprengen, wenn ich sag, du sollst sprengen. Wie ein Jung. Wirklich? Wirklich, Terrarium? Ne, auf euch habe ich keinen Nerv. Geht doch schneller als gedacht. Und was ist hier noch? Ach, guck mal, hier gibt's noch Loot. Jetzt ist die Frage, habe ich das Ding gerade überhaupt getroffen, oder? Oder macht es, sieht's nur cool aus und macht keinen Schaden. Ja Mensch, der Stein war sowieso im Weg. Terra, mächtig genug Steine kaputt zu machen. Aber er arbeitet immer für die Bösen. Es machte wirklich überhaupt keinen Schaden.
Also jetzt muss ich dann doch hinterfragen, ob das, worauf ich jetzt hinarbeite, überhaupt wert ist. Ich freue mich also bei Kingdom Hearts 3, freue mich nur noch drauf, dass sie nicht wieder das Kommandosystem benutzen. Ich meine, ich finde es nicht schlecht, aber ich finde das normale System einfach um einiges schöner. Okay, da hinten ist die Schädelhöhle, also ich bin hier sogar auf einem relativ richtigen Weg. Nee, da muss offenbar noch mehr, weil die beiden muss ich ja miteinander kombinieren können. Wurde mir gesagt. Gut, dann brauchen wir noch ein kleines bisschen. Sorry, Leute, dann muss ich noch mal ein bisschen zurück und noch ein paar Viecher kloppen. Ich hoffe, das lohnt sich wirklich. Also, ne? Weil das so macht ja gerade gar keinen Schaden, weil Terra absolut, ne, Magie-Ineffizienz ist. Ist Level 4 jetzt genug? Yes. Und ich kann es miteinander kombinieren. Nice. Feuer, Elementarschaden, Nachladezeit. Ich glaube, das ist ganz praktisch da. Mega Flare. Oh, schau mal einer, guck. Mega Flare. Ich würde sagen, ist sogar eine zweistufige Dings, ne? Okay. Dann brauchen wir mal. Es braucht auf jeden Fall länger zum Aufladen. Warten wir mal so lange. Gott, braucht das lange. So, darauf haben wir jetzt hingearbeitet, auf das Ding. Auf Mega Flare. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Perfekt. Raumclearer. Raumclearer. Das Ding kann ich mal fucking Staub wegschaffen. Raumclearer, mein Arsch! Well, gut, das war eine Verschwendung meiner Zeit. Das war eine Verschwendung unserer aller Zeit. So, das kommt wieder raus. Tschüss davon. Packen wir Sachen rein, die tatsächlich was bringen. Frostwurf war gar nicht mal schlecht. Der Schaden davon war gar nicht doof. Ja, Mensch, das war echt eine grandiose Zeitverschwendung, ja. Ich habe ein paar Level dazu gekriegt, aber da hört es dann auch schon wieder auf, leider. Mann, Mann, Mann. Der ist einfach Mist mit Magie. Ja, das ist mir bewusst. Mir wurde nur trotzdem ein Raumclearer versprochen. Und bekommen habe ich jetzt etwas, das nicht mal in der Lage ist, Febres nachzuahmen. If you see what I mean. Das Ding macht so viel Schaden wie ein Raumerfrischer.
Warum höre ich nochmal auf euch? Jedes Mal, wenn sowas passiert, dann passiert sowas. Meine Güte. Oder häufig. Leider zu häufig. So. Yes. Ja, ja, ja. Wir haben jetzt Zeit. Ne? Da war eine Truhe. Scheiße. Ja, bei Aqua. Aber da müsste ich jetzt den gesamten Scheiß nochmal machen jetzt. Well done. Pardon me, Captain, but it's about that shooting star I was mentioning to ye. Mr. Smee, I ordered you to drop that. I'll not have you gushing on about some shooting star. Nani? Captain, most das Glas, danke dir für den Bit. Das ist mit der Bloodborne Randomizer Challenge. Sowas existiert nicht. Sowas existiert einfach nicht und ich wüsste auch nicht wie. Idiot! Why didn't you tell me? We've a bit of business to attend to and must, I fear, step away. I trust you can see to things till I return. Sure. When Peter Pan gets here, I'll be waiting. Und wieder steht Terra auf der falschen Seite. Fish. Looks like he's found himself a new flunky. I'll fly down and distract him. Men, you move in and nab the treasure. Terra, bist du taub oder so? Ich meine, wir sind nicht so weit und in der Höhle sind keinerlei Geräusche zu hören. The light is not yours to take. Oh nein, es ist Pimmel Pan. Weiße Peter Pan zu... Ja, ich weiß ihn mal zurecht, ja. Alter, ich schieb dir gleich dein Messerchen sonst wohin, wo die Sonne nicht scheint. Du bist wie der letzte Boss. Nervtötend. So, Kleiner, komm mal her. Klingenaura, na, das klingt doch schon wieder nach Spaß. Ja, mir hat man gesagt, fusioniert das und das, da kommt ein Raumclearer bei raus. Mehr wurde mir nicht gesagt. That hurt. Oh, sorry. Now what is this? Pirate treasure, of course. Jewels, doubloons, you know, the usual stuff. I've been guarding a pile of loot. Sounds like you've been tricked. You got decked. Terra got decked. I owe you an apology. I picked a fight over nothing. Oh, it was all in good fun. Not every day I get to fight such a good swordsman. Say, what's your name anyway? Terra. Right then, Terra. Which way did Hook go? Terra hatte schon wieder so diesen Gesichtsausdruck von einem traurigen Hündchen. Shooting star? Tinkerbell must be in danger. Men, guard that treasure with your lives! Aye, aye, sir! You go and get him, Pan! Well, I should be on my way. Ich meine, der Fuchsjunge, ne? Unser kleiner Furry da. Seine Stimme akzeptiere ich ja noch. Aber das andere Kind. Odender! Marschenknörner! Ist hier sonst noch was? Nö. So, warte mal. Was haben wir denn jetzt dazu bekommen? Hier. Klingenaura. Also Feuer. Schlag zum Beispiel Feuerschlag. Ah! Warte mal, so einen Blödsinn habe ich doch. Q
Der Peter Pan, seine Real Story, hat die gar nicht im Kopf, aber die ist auch total fucked up eigentlich. Ich gehe raus, nur um wieder reinzugehen. Makes sense. Die Kleinen werden schon zurechtkommen für ein bisschen. I want that booty. Abne Peter Pan allein schon total schnell. Bekommt Quarten, du stirbst ein Erwachsener. Alter! Oh ja, geil, der Fight nochmal. Der Fight um die Framerate. Stay back. Der Fight um die Framerate, Leute. Es geht wieder los. Hey, Real Keldo. Moin. Gather. Ja, das ist doch cool. Cool, aber hat auch nicht so viel gebracht. Oh, fuck. Real Keldo, ich musste nur kurz überlegen. Spricht man dich denn jetzt, ob man dich Zelda oder Keldo? Ich bin mit Keldo gegangen, Boy, weil ich hab gedacht, das, das Zelda, aber was hab ich jetzt nochmal gesagt? Ich bin gerade so konfuselt. Weil eigentlich wollte ich sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwen raide, der mich nicht kennt, der sagt dann immer Schuschmann und ich krieg dann immer so einen Anfall bei. Obwohl ich genau weiß, okay, die Person weiß es nicht besser. Tinkerbell, one of Peter Pan's dearest friends. Can I take a look? So long as I have his precious pixie, Pan's demise is all but assured. What's the meaning of this? You know, I didn't give it that much thought. Just doing what my heart tells me. That's mutiny! And you'll walk the plank for it! Willst du dich fetzen, oder was? That sound! Hooray! We sure should That sound. Willst du mir damit sagen, dieser Alligator ist eine Uhr? Weil das Ding klang wie eine hyperaggressive Eieruhr.